Grüß euch, liebe Freunde, und herzlich willkommen zur 185. Gruppenstunde. Ich freue mich wieder, dass ich heute wieder ein paar Worte zu euch sprechen darf. Und vielleicht hilft es den einen oder den anderen. Und wenn nur ein Satz dabei ist, den man in sich aufnimmt und sagt, ja, genau das ist. Der Bruno hat uns auch gesagt, dass wir nichts aufnehmen können, wenn wir die Hand voll haben. Er kann uns nichts in die Hand geben, wenn sie voll ist. Und das, was wir in der Hand halten, ist das Böse. Und wenn wir das Böse, das wir in der Hand halten, nicht loslassen, dann kann er uns das Gute nicht geben. Ist ja ganz klar, Freunde, wenn heute ein Glas Wasser ganz voll gefüllt ist, kann ich auch nichts mehr einfüllen. Es geht einfach nicht. Und deswegen müssen wir uns leer machen, loslassen, abgeben und mit dem Bösen nimmer befassen. Er kann uns das Gute nicht geben, weil es da dann auf den Boden fallen. Und wir haben es nicht erhalten. Und es nützt gar nichts, wenn der Bruno unser Geschenk geben will, also die Gesundheit durch einen lieben Gott. Deshalb ist er ja hergekommen, weil er uns die Worte Gottes gebracht hat. Aber was nutzt es, wenn wir immer nur mit dem Alten, mit dem Bösen, wenn wir uns da noch nicht gelöst haben? Dann nutzt das Ganze nichts, was der Bruno gesprochen hat, die Worte Gottes, wo er gesprochen hat. Es hilft einfach nichts. Wir müssen uns frei machen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und dann in die Gottverbindung gehen. Gott verbunden sein, das ist alles, hat der Bruno gesagt. Das ist ganz, ganz wichtig, liebe Freunde.
Ja, liebe Freunde, unser Verstand, das ist ein ganz mächtiges Instrument. Und der Bruno hat ja gesagt, wir können nicht denken, wir können nur Gedanken aufnehmen. Von der guten Quelle oder von der bösen Quelle. Wir entscheiden, was wir aufnehmen, das Gute oder das Böse. Und jeder Mensch formt sich seine Realität durch die Gedanken selbst. Also wenn man sich das einmal vorstellt. Und auch die Wörter, wo wir sprechen, überlegen wir uns gut, was wir sprechen. Sprecht man gute Wörter, wird es uns gut gehen und wir kriegen das Gute. Was du aussendest, kehrt zu dir zurück. Sprecht man jetzt aber böse Wörter, geht es unserem Körper schlecht, geht es uns schlecht und wir kriegen auch noch das Ungute zurück. Also das ist so eine Macht, die da dahinter steht. Und das sind wirklich, also ich nenne es jetzt mal ganz gewaltige Mittel, mit denen, wo wir unser Leben bestimmen. Und wir können uns nur geistig weiterentwickeln, wenn wir diesen Weg gängen, den uns der Bruno aufgezeigt hat. Der Bruno hat übrigens gesagt, es sind nicht seine Worte, es sind die Worte von Christus, von Gott. Er hat uns Gottes Worte gebracht. Es ist nicht die Lehre Bruno Grönings. Es ist die Lehre Gottes. Nur der Bruno war halt ein Gesandter, der uns das gebracht hat. Und ich bin da sehr, sehr dankbar, dass ich das erfahren habe dürfen. Weil mein Leben hat sich wirklich komplett verändert. Komplett. Ich bin so ein glücklicher Mensch und gesund und ja, man konnte es eigentlich überhaupt nicht beschreiben. Und jetzt möchte ich euch da ein bisschen was vorlesen. Wenn wir davon ausgehen, dass ein offener Geist den Willen zur Erwägung neuer Ideen beinhaltet, wie sehr sind wir dann zu einer Veränderung bereit? Es heißt, wenn wir praktisch wirklich die Gedanken beobachten, was nehme ich auf, die Worte und auch die Taten natürlich, bin ich in der Ruhe, bin ich in der Unruhe. Wir können so eine Veränderung bewirken, liebe Freunde. Man kann sich das nicht vorstellen. Aber man muss auch was dafür tun. Also es fliegt man nicht einfach zu, wenn ich sage, ach, jetzt sitze ich mir mal 5 Minuten hin, mache die Hände auf. Von dem kommt nichts. Wir dürfen arbeiten. Und dann kommen die Veränderungen. Wie sehr würde sich unser Leben verändern, wenn wir imstande wären, Krankheiten zu überwinden und die Möglichkeit hätten zu wählen, in einer gesunden und friedlichen Welt zu leben? Ja, liebe Freunde, es war wunderschön, wenn sie manches Leben verändert. Und da können wir selber dazu was beitragen. Wir haben alle Möglichkeiten, die Krankheiten zu überwinden und wirklich in einer gesunden, friedvollen Welt zu leben. Und es hat nichts damit zu tun, dass da vielleicht der Krieg ist oder dort. Den kann ich im Moment nicht ändern. Aber ich kann mich innen ändern und dann sende ich den Frieden aus. Und wenn das ganz viele Menschen lernen, dann haben wir Frieden auf der Erde. Es ist eigentlich so einfach. Nur man darf es halt einfach umsetzen. Wenn wir entscheiden könnten, ein langes Leben in vollkommener Gesundheit im Kreis unserer Lieben zu leben, das sind Fragen, die uns zu tiefen Überlegungen führen. Und wir können im Kreis unserer Lieben gesund sein und glücklich sein, wenn wir es wollen und wenn wir das Ungute nicht mehr zulassen. Wir regen uns auf über Sachen, liebe Freunde. Also wirklich, es sind oft Kleinigkeiten, wo man wirklich sagt, das ist doch gar nicht wert. Und wenn man sie aufregt, es ändert ja nichts, es ändert nur das, dass der Körper wieder eine Belastung kriegt, weil er sie aufgeregt hat. Und uns geht es schlecht.
Aber an der Situation ändert es überhaupt nichts. Und da bitte ich euch mal, dass ihr drüber nachdenkt, weil ich finde das sehr, sehr wertvoll. Verurteilt niemanden. Nehmt in euch die Bruderliebe und vor allem die Schwesterliebe auf. Seid gut zueinander. Bemüht euch, wieder den Weg zu finden, der zu Gott führt. Liebe dich selbst, dann deinen Nächsten. Es gibt kein Leben ohne Liebe. Der Mensch hat die Pflicht, dem Nächsten zu helfen. Wenn Sie einen Mensch fallen sehen, helfen Sie ihm sofort wieder aufzustehen. Bruno Gröning.
Liebe Freunde, wir sind jetzt schon wieder am Ende von unserer kleinen Gruppenstunde und beherzigt mal die Worte von Bruno Gröning, dass ja die Worte Gottes sind. Und Jesus hat es uns ja genauso gebracht. Es ist ja alles das Gleiche. Und nicht nur, dass wir es mit den Ohren aufnehmen und sagen, ja, ja, oh, schön und toll. Nein, wir sollen es in die Tat umsetzen. Hat der Bruno immer wieder gesagt, setzen Sie es in die Tat um. Und solange wir das nicht lernt, passiert nichts. Tun, wir müssen ins Tun kommen. Ja, liebe Freunde, ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute, eine friedliche Zeit und viel, viel göttliche Kraft. Eure Jemi.